So, hi Leute und willkommen zurück zu Dust in Elysian Tale. Wir machen heute weiter. Oh, gleich erstmal Story. General Gaius, you asked for me? Your report, Commander. What news do you bring? Our scouts believe he is alive, General. But his actions are curious. Curious? How so? He ventured into the Suramon Caverns and saved a village of natives. As I understand it, his actions got the water flowing again. If what you tell me is true, Cassius would never... No. Cassius would never. Keep me informed of the situation, Commander. That is all. When did you grow a heart, my friend? Most unlike you. Okay, das heißt dann wahrscheinlich, dass wir Cassius sind. Moment, hier war doch irgendwo... Ist der verborgene Hain oder das Efeutal? Ja, komm. Gemein, irgendwo konnten wir hier drunter durchrutschen. Da erinnere ich mich noch dran. Also zumindest können wir das jetzt. Okay, ich habe Angst. Oh, Labyrinth. Ja. Das noch weiter. Oh Gott. Dornen. Das ist doch nicht gut, glaube ich. Okay, ich glaube, ich muss das Ding hier runterbringen. Nimm das einfach mal mit. Man weiß ja nie, wofür man mal so eine Bombe brauchen kann. Dafür zum Beispiel nicht. Aber es ist immer schön, eine Bombe dabei zu haben. Ja. Okay. Gab es hier noch irgendwas? Ich weiß es jetzt gar nicht. Was sagt denn der mir eigentlich? Ah, geplündert, da gibt es noch einen Schatz. Okay. Na, schauen wir da mal rein. Oh ja, komm. Du ein Treasure. Ich glaube, das war ziemlich viel Zeug, wo man drunter... Achso, ah, das waren die Bombenviecher. Vergessen. Scheiße. Ah, das ist natürlich wieder doof. Boom. Alles okay bei euch, Jungs? Ich glaube nicht. Okay. Oh, alt. Da konnte ich rutschen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Rutsche. Ja, danke schön. Mit dem Rutsch hat ja super geklappt. Boom, boom, baby. Ach komm. Nein. Da wollte ich einfach so cool lässig vorbeiwirbeln. Hat nicht so geklappt, wie ich es gedacht habe. Wenigstens brenne ich, da ist nicht so dunkel. Na komm. Dann halt so, Mensch. Die Viecher sind doch extrem nervig. Also, alt! Geht doch. Oh. Mal ein paar Boomviecher. So, geht doch. Schalüssel. Ah ja, okay. Und damit haben wir das ja auch geplündert.
Also so können wir auch ein bisschen alles nochmal nachforschen, was wir noch nicht komplett wiedergeräumt haben. Zum Beispiel beim Schützenpass. Da war auch nochmal eine Menge. Gucken wir mal rein. Hier können wir auch nochmal unsere Schnecksche besuchen. Die uns die angeblich auf uns stehen soll. Das Fidget gemacht. Aha. Interessant. Vielleicht lerne ich später auch nochmal irgendwann einen Explosivhieb. Das wäre cool. Die Tür auf. Ah, klettern können wir noch nicht. Viecher explodieren lassen geht. Boom. Hier war das doch irgendwo. Ich hätte hier doch irgendwo gewohnt, oder? Sprengviecher. Yay! Yikes! Weiter, also auf eins runter brennen ist nicht, so. Dann fahren wir wieder ein bisschen heil. Mist. Ja, moin! Ich wollte mal zu Besuch kommen. Was geht? My favorite customer. What can I do for you? Wechseln wir ein Wort. So, let's talk. Das ist noch mehr Familie als Matty. I noticed it's only you and Matty up here in the past. Is it just you two? Not all the time, no. My father still runs the forge, but he's usually away on business. Right now, he's somewhere across the sea, hunting down new minerals and ores. He's always trying to make better weapons and armor. Sounds like he's always pretty busy. Yeah, but I get along fine by myself. And Matty too, of course. I meant to ask before, does Matty have a problem with me? What? Well, it's just, he seems to grumble a lot around me. I can attest to that. Lots of grumbling. I really can't say, Dust. Matty, do you have anything to say? Well, I hope that answers your question. Not really, but... Let it go, Dust. Just let it go. Wie lange bist du schon Schmiede? So, is blacksmithing the official family trade, then? In a way, I guess. My father said I could be whatever I wanted. But when you grow up alongside a world-famous blacksmith, your options are fairly limited. Not that I mind, though. It's nice to have skills that are in demand these days. Everybody always needs something forged, whether it's amulets or armor. So business is good? It's... well, it's been better. Still, we make enough to keep things going, and that's the important thing. Warum lebt ihr am Schützenpass? Your forge is pretty far off the beaten path, Haley. Why set up shop so far outside Aurora? This forge is actually quite ancient. My father's 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 father inherited it from his mother's grandfather on her father's side. It was built during the Battle of Archer's Pass, many hundreds of years ago. The archers were holding off their enemies from way up here, but they needed a forge to replenish their arrows. So they built one right where they stood. It helped them take Archer's Pass. And from here, they were able to liberate the whole valley. Sounds like this forge has a lot of history behind it then. Even so... Location, location, location. Yeah, I hear what you're saying. I wish it was more accessible. We'd get more business, I'm sure of it. But it's not like we can just pick it up and move it. I'll bet if you had an army of trained rats, you can move this place no problem. Fidgets, I don't think that'd help. You know, smart mutant rats with magic! Don't worry about her, Dust. Altitude sickness drives some creatures crazy. Fidget was pretty crazy before. Maybe we should be on our way. Need anything else? Lass mal sehen, was kannst du mit den Schmieden, Jetslein? Ba-ba-ba. Da fehlen mir Materialien. Irgendwie nicht, nee. Need anything else? Na, nichts. Thanks, Dust. Don't be long coming back.
Ja, mal gucken. Ray! Achso, ja, das war ja vor allem solche Mistviecher. Nee, da mag ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht durchschlagen, um dann nochmal ein bisschen das andere Zeug zu erkunden. Weil die sind da eigentlich ziemlich fies. So. Tülü und Abflug, so. Aurora, Siroman, die Weihstätte, James Bahnhof. War an der Lichtung da sowas? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, das ist so süß. Entschuldigung, ja, dann gehen wir zur Sorgenwiese, machen wir von der Story weiter. Kapitel 3. Liebe. Süße kleine Häschen, huch. Was ist das da hinten denn? Hey, dich kenne ich doch. Well, I don't believe it. Dust? Dust, is that you, mate? Mate. Augustin? What are you doing all the way out here? Why, I'm heeding the call of grand adventure. Venturing forth to seek my fortune in the wilds of this great, untamed wilderness. Actually, Cora asked me to show her the way to some old meadow. The Sorrowing Meadow. Right, that's it. Never was straight with names and faces and words. Did she say why she wanted to come here? This place is pretty bleak. Nope. Just asked me to show her the way. Soon as she wandered into the meadow, this crazy magic barrier showed up. Right inconvenience, that is. Looks like we're not getting up these mountains then. You say Cora just wandered off into the meadow? She may not look it, but she's a speedy little bugger. Right. Well, we'd better go look for her. This meadow isn't safe. Augustin, if you're not going to go back to Aurora, you'd better wait here. Way ahead of you, mate. I wait around better than anyone. Good luck out there. Ich komme besser warten als jeder andere. So. Das glaube ich dir. So, schauen wir, was hatten wir eigentlich noch an Nebenquests? Ja, Schnee besorgen. Trollkfinger. Okay, rotes Moos. Okay, Combo Breaker. Besser als nichts. Ja, das geht ja nicht. Hm. Achso, wir sollten vielleicht mal nach Aurora, ja? Im verborgenen Hain. Ja gut, machen wir erstmal Nebenquest, machen wir keine Mainquest weiter. Ich weiß, ich kann mich voll gut entscheiden. So, dann verborgener Hain. Okay, auf geht's. Da ist auch nix. So, hier unten ist eine Kiste. Sonst nichts. Also hier geht es anscheinend auch erst weiter. Autsch. Wenn wir das Ding zacken können. Nee, das geht nicht. So, zack. Da müssen wir erst klettern lernen. Ist ja klar. Also die Nebenquests können wir schon mal nicht machen. Ich weiß, ich habe mal unter Kurzzeitgedächtnis, das habe ich doch gerade erst gemacht hier. Es tut mir leid, ich bin doof. Aurora, ja. 50% aller Schätze. So, Fail oder wie er hieß, war hier. Fail will der Mauswanderer. Here are those materials you asked for, Fail. Auf einmal geht's. Here's your payment. If you're willing, I could use your help again. I'd like to upgrade our weapons. Beast spears, while primitive, have finely chiseled stone tips that we can use for arrowheads. If you could bring me 8 beast spears, I'll buy them for a high price. Okay, Bestienspeere brauchen wir als nächstes. Please. I'll keep my...
Much appreciated. Okay, so. Hast du was für mich zu tun? Nein. Tüdelü. Einfach einmal eine Runde rumrennen. Gold gesammelt. Okay, der Combo Breaker hat noch nicht geklappt. So, hier oben bei Schwesterchen gibt's da noch was. Thank you so much for bringing Corbin back. I'll make sure he doesn't run off again. Well, don't be too rough on him, Colleen. He's been through a lot. Take. Okay, so. Schauen wir, ob wir dem Händler was andrehen können, um Materialien reinzubringen. Verkaufsmodus. Oh, Bestien-Sperre. Hey, habe ich sogar was. Habe ich sogar schon ein paar. Was haben wir da? Ein Spritzkäferauge. Ja, hier, komm. Katalogisiert. Und Spritzkäferbeine. So. Das bringt mir ja gar nichts ein. Na klar, ehre ich euch mit meinem Besuch. Welcome back. Ich möchte mal schauen. Bisschen Speer, 3 Stück brauche ich noch, so. Ja, fertig. So, lalala, hallo. Guck mal, ich habe was für dich. Here are those materials you asked for, Fail. Great! Here's your payment. If you're willing, I could use your help again. There's a rare material out there that I've heard can be distilled into a very strong lacquer for armor. Of course, I'm talking about slime. If you could bring me 4 slimy spikes and 4 slimy coats, I'll pay you handsomely. Even throw in a little extra, since it's likely to be a bit, well, slimy. Well, slimy. Okay. So, einfach nochmal eine Runde durchs Dorf spazieren. Ist hier hinzugefügt. Schleimig. Hey, 1000 Gold haben wir dafür bekommen. Relax, Reed. It's just a box. Just a box? No, no, it's not just a box. Didn't you hear it whispering to you? The whispers. The lies. I'll say. He told me the box was filled with cupcakes. I opened it up and nothing was inside. Oh, oh no, 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 you opened the box. Why did you open the box? I told you not to open the box. Quick, take it back. I can't hold this. Hey, what are you doing? I thought you wanted your box back. I went through a lot of trouble getting that. Yeah, we had to find this girl in Mudpaw and then make her a doll that looked like me, then trade the doll for the box. Honestly, it was a bit roundabout. Eigentlich nicht. Do you know what you've done? You've unleashed the power inside this ancient prison, and now it will consume your very soul. Okay, Reed, I really think it's time you went inside and got some sleep. I think... Wait. What's happening to me? There's something wrong with me. Reed, what was that? What's going on? I feel weak. Like something sucking the life right out of my body. Then it's already started. Oh, why did you have to open the box? I said not to open the box. Look, let's not dwell on the whole who opened the box thing. The box was open. That's in the past. We can't change that. We should be focusing on the future and, you know, less about me. The presence inside this box, it latches onto your soul, tries to take over your mind. The only way to stop it is to break the barrier between body and soul. Klingt gut. In other words, Dust, you will need to kill yourself. Was? Reed! It really is the only way, Dust. You mustn't take too long, or you could end up like me. You know what? I love this plan. I'm happy to be a part of it. Shut up, Fidget! I can feel my life draining away every moment. Reed, what do I have to do? Travel outside the village, pick a fight with some monsters,
and lose. If you do it in time, the presence latched onto your soul will be shaken loose and returned to the box, and you will return back to your normal self. That is, assuming you do it in time. Dust, you can't seriously be considering. Fidget, I don't have time to argue. I can feel it draining my life away. We need to get out of the village and fast. Was? 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 Der einzige Ausweg. Der Tod. Oh komm, rutschen wir eben durch die Gegend, dann schlägt sie mich nicht so zurück. Jungs, ich hab ein Problem. Okay, okay, okay. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Hier in die Höhle. Komm, zack. Okay, 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 runter hier. Brauche mehr Gegner, damit die mich auch schnell kaputt kriegen. Ich will mich von denen killen, das war's zur Hölle. Ja, komm. Bis. Achso, da geht's zu der... Ja, das ist okay, denke ich. Da unten waren Gegner, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hab ein Problem, Schätzelein. Ich geh kaputt. Oh, Mann! Das gibt's doch nicht! Das ist die Hölle. Ich will... Gegner... Gibt's denn das? Okay. Mensch. Also das ist ja hier. Willst du mich verarschen, Spiel? Schau mal, geht auch das? Hey, ich... Halleluja, aber eins hier. Reeds Kiste. Das ist ja der Wahnsinn. So, geh weg. Ich hab die Schnauze voll von euch. So, jetzt schauen wir mal, was es mit Reeds Kiste noch auf sich hatte. Außer dass Kekse drin sind. Oder so. Also merkt euch, nur weil angeblich Kekse irgendwo drin sind, sind da nicht unbedingt Kekse drin. Also nicht einfach alles aufmachen und essen. Wichtig. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Yay. Yeah. Hallo, was geht? Kratzt es immer noch. Reed, wo bist du? Du Ola Penner. You were right, Reed. Somehow that killing blow managed to shake the presence free. I'm back to my normal self again. Nein, bist du doch voll geheilt. Anyway, I was planning on using this revival stone on you if my plan didn't work. But it should still serve as an adequate reward.
Wait, what do you mean if your plan didn't work? Well, it did, didn't it? So, now I have no use for this revival stone, and you can take it. Hopefully you'll never have to use it. Yes, well, you keep that box under lock and key. We're just lucky that kid down in Mudpod had the common sense not to open it. I will never let it out of my sight again. It's my burden to bear, after all. It's a companion cube. What else whispers to me? No. No, it can't be. The trees? The trees themselves whisper an ancient song. Somebody must chop them all down to silence their lies. Goodbye, Reed. Ja, tschüss, Reed. Nicht mit mir. Heute nicht mehr. Okay, aber ich würde sagen... Oh, zwei Steine der Wiedergeburt sogar. Das ist nett. Ich würde sagen, wir sind damit für heute mal fertig. Ein bisschen mit Nebenquesten. Und nächstes Mal machen wir weiter in der Mainquest. Ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg dahin. Und wir beginnen dann nächstes Mal dort. Bis dahin, Leute. Ciao.